Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadow of War. Ja, letzte Folge haben wir unsere Festung verloren, aber auch gleich wieder zurückerobert. Das Ganze gegen Bruce. Und ja, wie gesagt, wir haben uns zurückerobert und dürfen jetzt oder müssen jetzt wieder einen Oberherrn bestimmen. Und ich schau mal, wen wir da verwenden. Volk, ja, haben wir da. Wie sieht das aus? Naja. Der ist ganz cool, der ist so ein bisschen oberherrenmäßig, der sitzt auf dem Karagormadum. Den werden wir befördern. Ja, wunderbar, okay. Und dann machen wir weiter. Vermutlich müssen wir jetzt mal Bruce suchen, der abgehauen ist. Wir werden jetzt einmal Fähigkeitspunkte verteilen. Hier haben wir hier brutale Hinrichtung bei doppelt vollgefüllter Macht. Furchteinflößende Schleichtötung, ja, na gut. Und dann machen wir mal ein bisschen Reitgeschichten mal weiter. Damit wir nämlich darüber kommen, dann. Ich habe gesehen, ganz rechts drüben sind Drachenreiter und Drachenreiten wäre schon irgendwie cool, wenn man da dann so rumfliegt. Deswegen setze ich da jetzt auch noch einen Punkt rein. Reite rufen, drücke Taste 1. Oh, um einen beherrschten Karagor herbeizurufen. Okay. Sehr gut. Nur die Frage, ob wir irgendeinen beherrschten Karagor haben. Und genau, dann springen wir in die Aufgaben, in die Aufträge. Oh. Der Turm der Zauberei. Wir sind jetzt in nur. Ah, Bruce-Aufträge. Jo. Rache ist süß, bekanntlicherweise. Scheint so, als ob Redback uns braucht. Hör ihn an, aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Ja, das ist eins. Geil. Geil, wie wir einfach mal jetzt ein Dreifieg haben. Wie geil ist das? Sehr schön. Das beschleunigt unsere Reisen, selbstverständlich. Also die Frage, wenn wir von dem Vieh absteigen, ob das dann uns wieder feindlich gesinnt ist oder nicht. Die Viecher können ja auch klettern. Das machen wir auch mal. So, und Redback braucht unsere Hilfe, hieß es. Ja, mal sehen warum. Mal schauen, was er jetzt wieder treibt. Er dürfte auf jeden Fall irgendwo unten da sein. Redback will sich mit dir treffen. Talion! Redback braucht deine Hilfe. Waldläufer ist verschwunden. Wie verliert man einen Olag? Er wurde entführt. Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf. Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben. Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schreckfressenden Grabwandler. Lass das. Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt.
Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden, werten sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Weitläufer. Gedacht. Wir arbeiten zusammen, wie in alten Zeiten. Ruhe, du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. Oh. Ich dachte eigentlich, kann mich das der Einst in einen Karagor wegschicken. Jetzt habe ich einen zweiten herbeigerufen. Ist klar. Vorsicht, eine Patrouille. Also ich glaube, wir hätten da ruhig in Ruhe machen sollen. Okay, das war's mit der Ruhe. Du gibst uns jetzt mal Pfeile, danke sehr. Helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Weitläufer gemacht? Halt die Schnauze. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei drauf geht, umso besser. Doch falls nicht, Tür, dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Okay, das könnte heftig werden. Hinrichtung anfangen. Ah, Taxi. Ach, du nerviges Drecksvieh. Alter Verwalter. Guck mal, da kommen die nicht hoch. Sieht nicht so aus. Wow. Fuck, Glück gehabt. Oh, ich will da runter. Ja!
da sind alle gebrochen eigentlich. Das ist der eine. Also ich kann jetzt so töten. Was effektiver ist. Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für alle Mal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mord aus, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachrücken. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Ne, unbedingt. Das ist genauso. Er sagt, er hat einen Plan. Das hört sich nicht gut an. Finde ihn. Sind da etliche Firmen da unten? Dementsprechend holen wir uns Infos. Über die verbliebenen Hauptmänner. So, zwei müssen wir da noch aufdecken. Dann wissen wir Bescheid über alle. Ich brauche Verstärkung! Zünde das Feuer an! Ihr Leitläufer ist zurück! Lust der Harten! Okay, drei. Zünde das Leuchtfeuer! Das ist schon praktisch, dass da so viele Würmer beieinander sind. Wir haben jetzt Alarm ausgelöst. Da haben wir wieder einen. Geräusche, irre. Furcht, Brutalitäten, leichtes Ziel. Aber jetzt schauen wir in die Richtung. Und weg ist ein Schild. Dich von deinem Herrn ab und diene mir. Boah.
Aber bitte red nichts mehr oder kreisch nicht mehr, wie auch immer. Ja, Rückzug. Ab in die Festung mit dir. Okay, das werden immer mehr da durch den Alarm und im Prinzip brauchen wir den nicht, deswegen laufe ich da jetzt einfach mal davon. Wow, da war noch einer, gell? Ich hätte gern irgendwo eine Position, wo wir relativ sicher mal stehen können, weil ich würde dann gerne. Okay, da sind wir jetzt ein. Das ist noch gesehen worden, aber jetzt dürfte es dann nicht mehr wissen, wo wir sind. Ich hau mich da mal in den Busch rein. So. Jetzt sind wir safe, weil ich würde dann gerne mal schauen, wie es aussieht mit den Aufträgen, wie es da jetzt weitergeht. Wir hätten sogar Gondor-Aufträge, die wieder verfügbar sind, okay. Die Orks veranstalten ein Festmahl, um ihre Plünderung von Minas Ithil zu feiern, infiltriere das Festmahl und vergifte die Grog-Fässer. Ja, lass uns mal wieder zurück nach. Ah, Serigrost ist das in dem Fall, okay. Idril wird Mordor nie verlassen. Sie wird kämpfen bis zum Tod. Und davor. Dann ab nach Serigol, wo ist denn das noch? Ich glaube, das war da oben. Ja, Serigrost. So, da können wir hinreisen, da können wir hinreisen. Und noch weiter reinzoomen. Jo, kann man so. Und wo dürfen wir schnell reisen? Hier wird's, glaube ich. Naja, hier geht's nicht. Ja, diese Hedis, ich sollte hier echt mal alle reinigen, dann hätten wir den nicht, nämlich auch als Schnellreisepunkt. Gut, und so, ja, müssen wir halt dorthin. Was dann doch relativ weit weg ist. Aber jetzt haben wir unseren Karagor, unser Reittier. Mit dem geht's dann doch ein bisschen schneller. Drachen wäre halt geil, aber gut, das können wir, den können wir sowieso noch nicht bändigen. Obwohl ich mir da gar nicht sicher bin. Naja. Schauen wir mal, holen wir mal den Karagor. Schauen wir mal, ob wir mit den gut durchkommen da. Ja, durch das, dass er recht gut klettern kann, geht das schon. Also wie hieß es, die feiern da gerade und wir müssen dann Vorräte das vergiften. Dann sieht man an der Stelle mal ab. Mit mir nach einem Schatz zu suchen? Auf jeden Fall.
Was schwebt dir vor? Auf manche Sachen kann man sich bei den Uruks einfach verlassen. Sie lieben Blut, Schätze und Grog. Langsam verstehe ich, warum du so lange überlebt hast. Wir sind zu wenige, um offen in die Schlacht zu ziehen. Also handeln wir schnell und listig und kommen so hoffentlich mit dem Leben davon. Und nehmen einige der Ihren. In Situationen wie diesen macht Gift unsere Arbeit einfacher. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Was irgendwie logisch ist. Hast du in letzter Zeit Redback gesehen? Die elende Bade ist am Ende. Bruce hat seinen dummen Olaf geschnappt. Den namens Waldläufer. Redback will ihn unbedingt zurück. Wir haben einige der Artefakte geborgen, die aus der großen Halle geraubt wurden. Jeder Schatz Gondors, den wir ihnen entreißen, ist ein Sieg. Nee. Verdammt. Gerade noch so. Du weißt, dass Baran nur um dein Leben fürchtet? Ich fürchte gar nichts mehr. Ich wäre tot, wenn ich es täte. Ja, kein Wunder, wenn er verpixelt ist. So, einen brauchen wir noch. Überhaupt einen Schluck macht? Ich habe jetzt nicht ganz darauf geachtet, aber irgendwie kam es mir gar nicht vor, als hätte er es davon getrunken. Aber ja, entflammbar und Schaden durch Hinrichtungen. Da ist er. Und da ist unser Schatz. Wo ist unser Schatz? Da sind Feuerbehälter. Oh. Was? Ihr wollt das Gold zurück? Die uralten Schätze? Sie helfen euch nicht! Nichts kann euch mehr helfen! Das ist der Kelch! Ja. Geht's aber ist auch gar nicht so gut. Wow, ich bin jetzt gar nicht gut. Die heilen nicht irgendwelche Spaß ist da. Ja, das merke ich schon. Guck mal. Komm ja schon. Yes.
Bah. Ich hab nicht mehr nur versklavt hier. Wow. Lüge in Zerbrechen. Wunderbar. Alter, nee, bitte nicht. Idril, kannst du mal helfen? Irgendwie nice. Ja, ich hab doch Space gedrückt. Och nö, bitte nö. Oh, was für ein Vieh. Ja, jetzt häng ich doch fest. Ja, aber na gut. Das ist ja. Das ist ja völlig irre. Die Menschen wurden besiegt. Minas Ithil ist gefallen. Nichts steht ihm im Weg. Ja. Auf ein neues, also gar nicht so einfach, gerade mit diesem großen Vieh, mit diesem Grog oder was das ist. Da keine Ahnung, wie diese ganzen Viecher heißen im Herr der Ringe-Universum. Der war ein bisschen zu viel dann. Was? Ihr wollt das Gold zurück? Die uralten Schätze? Sie helfen euch nicht! Nichts kann euch mehr helfen! Ich hoffe, das war nur Zufall, dass der auftaucht ist und dass er nicht immer auftaucht. Dass das quasi Pech war vorhin. Es ist Gift, ihr Idioten! Wir wurden vergiftet! Stirb! Sorry, Idril. Steckt schon ganz weg. Aber jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er gebrochen. Das war aber wirklich Zufall, dass der vorhin dazu gekommen ist. So, rekrutieren auf jeden Fall. Ich folge dir. Ich werde verschwinden. Das war wohl eine unserer erfolgreicheren Missionen, Grabwandler. Ich erkenne die ängstliche Soldatin aus der Unterstadt kaum wieder. Du meinst die, die dich vor diesem Hauptmann gerettet hat? Genau die. Ah, das war ein Zusatzding, dieses lass dich nicht entdecken. Dadurch haben wir jetzt einen Kampfstein bekommen. Wir sollten Noranor finden und sehen, wie es ihm ergeht. Talion, Minas Ithil ist verloren. Doch Mordor kann uns gehören. Dann springen wir da mal in Sicherheit. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas jetzt sockeln können. Also gerade jetzt, wo ich gerade vorhin den Kampfstein gesehen habe. Denke ich mal, dass wir da durchaus... Naja, gut. Lebensjuwelen möchte ich jetzt nicht unbedingt alle ersetzen. Kann man die eigentlich verbessern, diese... Ich glaube, die kann man nämlich... verbessern, diese Kampfsteine zum Beispiel.
Genau, man kann die kombinieren. Ist das jetzt richtig gemacht? Nee. Halte 2. Ah, und dadurch schmiedet man dann einen besseren. Alles klar, coole Sache. Das machen wir gleich mit dem Kampfstein auch. Indem wir da jetzt hergehen und den ersetzen und dann wieder da. Und genau, jetzt haben wir davon 3. Jetzt können wir einen besseren Kampfstein schmieden. Den können wir jetzt da reinsockeln. Und da kommt der rein. Ja, das passt mal soweit. Und dann schauen wir noch auf die Fähigkeitspunkte. Jetzt können wir da Schatten aufsitzen. Ja, nee, danke. Irgendwas Schadenmäßiges wäre nicht schlecht noch. Erhalte jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Ja, wir bekommen in letzter Zeit eh Schaden genug. Von dem her kann dieses Talent nicht schaden, beziehungsweise diese Verbesserung zu dem Talent hier, zur Hinrichtung. Jo, und an der Stelle war es das aber mal für diese Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mal einen Daumen nach oben da und man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder zu Shadow of War. Baba.